Hallo zurück. Schön, dass ihr wieder da seid hier bei Tomb Raider 2 im Level bzw. an Bord der Maria Doria. Wobei wir uns jetzt hier leider nur noch auf dem Wrack der Maria Doria befinden. Und wie wir ja jetzt laut dem Bruder Chang aus Bakang wissen, gehörte dieses Schiff wohl ursprünglich mal dem Vater, ich glaube, es war der Vater, ne, von Marco Bartoli. Und ja, wir sind jetzt hier unterwegs, haben hier schon ein bisschen was beim letzten Mal rumgeschoben und rumgezerrt. Wir haben hier einen neuen Raum, in dem wir ein bisschen rumschieben können. Und ich habe jetzt mal, danke an Jana, für den Tipp, ich habe jetzt mal versucht, die Lautstärke in dem Spiel selber in den Einstellungen zu reduzieren. Und das sollte jetzt vielleicht, ich muss jetzt natürlich mal warten, bis mal wieder ein bisschen etwas lautere Hintergrundmusik erscheint. Dann kann ich mich mal schauen, ob es dann vielleicht ein bisschen leiser ist, weil im Spiel selber konnte ich es leider nicht leiser machen. Ja, wie ihr seht, bin ich hier schon fleißig am Rumschieben. Brauchen nämlich jetzt hier ein bisschen was an Platz, um diesen Klotz hier rauszuziehen. Ich weiß zwar nicht, was uns dahinter erwartet, aber ich kann mich da durch den Randomizer tatsächlich noch dran erinnern. Bei dem war ja im Endeffekt alles irgendwie gleich, außer dass alles spiegelverkehrt war. Also bei der Version, die wir dann jetzt gespielt hatten. So, ich spiele. Ich schiebe jetzt nochmal einen nach vorne. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ah, den kann ich schieben, okay. Okay, weiter geht's nicht. Mal, hätte ich den auch ziehen können? Und wenn ja, hätte mir das was gebracht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich verbaue ich mir jetzt nur wieder was. Nee, ist eigentlich unwahrscheinlich, dass ich den jetzt hier nochmal ziehen kann. Aber wenn ich ihn jetzt nochmal ziehe, dann stehe ich ja genau. Ja, nee, bringt nichts. Dann passt es schon so. So, ich muss mal eben mein Mikro hier selbst, also nicht mein Mikro, sondern meinen Kopfhörer ein bisschen lauter stellen. Na, ist hier jemand? Feuer geht an. Ach, und ich weiß, dass jetzt hier eine ziemlich fiese Stelle kommt. Ich speichere mal eben. Wir haben nämlich an diesem Punkt gleich unser nächstes Geheimnis. Wir müssen allerdings aufpassen, denn erstmal haben wir hier, wie ihr seht, diesen Knäckebrotboden, wo unten drunter einfach mal Feuer brennt. Auch wieder eine sehr schöne Kombination. Und hier die gemeinen Pisser, die natürlich just in dem Moment. Ich höre hier doch jemanden. Ja, es wird schon wieder fleißig gestöhnt. Kommt nur her. Da oben. Okay. Der hat ausgestöhnt, der Typ. Genau, und hier müssen wir jetzt, glaube ich, auch ziemlich aufpassen. Genau. Haha, zur Seite. Boah, das war knapp. Hä? Wo sind die denn jetzt hin? Egal, auf jeden Fall, wir können hier hoch. Und dahinter, tada, versteckt sich der grüne Drachen. Nee, Waffen brauchen wir dafür nicht. Aha. So.
Geil mit dem, wenn man von CD-ROM spielt, wie es einfach immer ewig braucht, bis dieser Sound dann mal geladen ist. Wunderbar, damit haben wir den zweiten Drachen, ne? Ja, zweiten Drachen auch für dieses Level. Ich mag dieses Level, weil das ist so unheimlich lang und umfangreich. Ich finde das richtig super. So, hat der was für uns? Nee, aber der steht, ist auch hier wieder so in die Wand reingestorben. So, und wir haben hier ein Boot, was irgendwie ziemlich deplatziert wirkt, wie ich finde. Es sieht schon ein bisschen verrückt aus, ist aber, glaube ich, einfach nur so ein bisschen die, ja, dafür da, dass wir zum einen, ja, dass wir wieder zurück können, nach oben, falls man hier ins Wasser fällt. Guck mal, hier ist ein Hebel. Den hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Und oben öffnet sich eine Tür. Wow. Ich bin hier irgendwie zwischen Boot und Leiter. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen aufpassen. Oder ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Tür da oben zeitgesteuert ist. Das ist nämlich auf der anderen Seite, ne? Ja. Das weiß ich gerade nicht. Da kann man ja auch noch hin, ne? Oh. Jetzt bin ich hier drinne. Ich glaube aber, dass es sogar fast egal ist, weil man sowieso wieder zurückkommt. Ach so, okay. Dann können wir nämlich gerade noch mal hier schauen. Ich weiß gerade nicht mehr, was hier ist. Warte mal, ich will mal irgendwie Schrot nehmen. Ach, guck mal, hier ist eine Tür. Ist ganz schlecht zu sehen. Gut, dann gehen wir da oben rein, weil ich glaube, hier müssen wir dann später erst hin. Ah ja, guck, und der Hebel, der sorgt dann dafür, dass die Tür jetzt auch dauerhaft aufbleibt. So, und an dieser Stelle. Okay, gut. Wird es jetzt ziemlich gemein. Wobei, man könnte jetzt mal eine Sache austesten, ob man da oben mit einem, wenn man das richtig anstellt, ob man da vielleicht sogar so hinkommt. Nee. Ich wusste ja, dass das passiert, deswegen habe ich vorher auch nochmal gespeichert. Ah, jetzt kann man es testen, ob das von der Lautstärke her geht. Warte mal, ich will das einmal. Doch, das geht. Ha. Weil, genau, die Klappe, die öffnet, die schließt sich nach einer gewissen Zeit. Man könnte es im Prinzip auch anders machen, indem man sich runterrutschen lässt und sofort springt, sodass man auf die andere Schräge. Also, man rutscht diese Schräge darunter. Springt und landet auf der, springt wieder, dass man rückwärts springt und wieder auf die drauf und immer hin und her. Und irgendwann würde sich, während man da so fleißig und fröhlich hin und her springt, diese mittlere Klappe, wie sie es ja eben auch getan hat, schließen, sodass man dann darauf sich stellen und da ganz heile und ohne Probleme irgendwie hinbegeben kann. Also nach oben. So, jetzt hört man hier schon wieder jemanden rennen. Da sich da oben diese Dings geöffnet hat, können wir, denke ich, davon ausgehen, dass da jetzt auch jemand aufgetaucht ist. Ich schieße schon, obwohl hier gar nichts. Oh, hä? Ist meine. Oh wow, die sind schon auf. Also die sind schon. Die können wir auch mal nehmen, ne? Die ist sowieso scheiße. Oh, da ist jemand. Ja, die ist gerade ein bisschen. Wie komisch der gerade gestorben ist. Ach Gottchen, hier sind wir jetzt. Ah, da unten ist noch ein Unterbrecher.
Oha, hier wird schon wieder fleißig gehechelt. Mein Gott, ist ja schlimm. Dieses Mündungsfeuer ist ja auch geil. So einer müsste aber hier noch sein. Sieht echt ein bisschen süß aus, wie so eine Blume. Wir haben ja da gesehen, wo das Wasser unten war. Wo das Boot schwimmt, da war unten ja noch eine Tür. Die konnten wir jetzt aber erstmal noch nicht aufmachen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wo genau der, wo genau wir dahin müssen, um das auf das Wasser abzulassen. Ich denke mal, das ist da unten der Knopf ist. Hier unten sehen wir auf jeden Fall einen dicken Hai rumschwimmen. Und ja, können jetzt hier erstmal nichts viel machen. Das Einzige, was wir hier machen können, ich speichere noch mal eben, was man hier, genau, hier kommt man immer so schön runter auf diese Ebene und spart sich dabei einen Gang zu dem Knopf, wo man normalerweise Aha. oder über den man normalerweise das hier zum die Klappe, Aha. die hier runterführt, öffnet. Jetzt habe ich gerade über dem Boden eine andere Klappe getriggert, nämlich da vorne, die dann die uns wieder nach oben lässt. Die ist aber, glaube ich, auch zeitgesteuert. Uah, nicht da rein. So, wir gucken erstmal, was der hier macht. Ja. Von einem Moment auf den anderen sind sofort alle Liter Wasser, die dort irgendwie mal drin waren, ich will mal was testen. Nee. Manchmal passiert es oder klappt es, dass man hier durch die Türen durch kann. In diesem Fall jetzt nicht. Nee, geht nicht. Okay, dann müssen wir es gleich offiziell machen. Eine Sache nochmal. Hier können wir runter. Bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Wir können jetzt hier so ein bisschen den Hai. Guck mal, die Flosse, die ist durch das Glas hier durch. Wahnsinn. Ah, der will hier zu uns hin. Der hat Hunger, der Kleine. Wir könnten ihm ja die Typen, die wir gerade umgelegt haben, hinschmeißen. Hier sieht man so ein bisschen, dass das wirklich noch komplett rückwärts ist. Das soll eine Frau sein, glaube ich. Sieht aber eher aus wie ein Lama. In einem Kleid. So, einmal noch speichern. Damit haben wir nur zwei? Wieso haben wir nur zwei? Naja, wahrscheinlich, weil es so ist, ne? So. Schnell hierhin, hoch, wunderbar. Damit haben wir diesen Raum auch erfolgreich beendet. Viel mehr ist es tatsächlich nicht als das, was wir jetzt gemacht haben. Ich hoffe, jetzt hoffentlich nichts übersehen, ne? Nee. Ich kann euch das mal eben zeigen. Wahrscheinlich wisst ihr es auch oder falls nicht. Ja, man hätte jetzt auch dahin irgendwie springen können oder sich hinhangeln können. Uah. Genau, weiß ich gerade gar nicht, wie man da hinkommt. Aber ist auch egal, auf jeden Fall kommt man hier immer, indem man einmal rückwärts hüpft, auch ganz gut runter. Und ja, für uns reicht es. So, wir gehen jetzt hier mal hin. Uah. Im Moment, kommen wir dann jetzt hier überhaupt runter? Das ist doch ein bisschen tief, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin mal gespannt. Ja, doch, es geht. Man verliert halt ein bisschen was an Kraft oder Energie oder
Stärke oder was auch immer. Leben. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo wir jetzt hier hinkommen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan dieser Waffe. Auf Distanz ist die ganz cool, aber so vom Nahen. Also Gegner in der Nähe würde ich damit jetzt nicht unbedingt umbringen wollen. Nicht aus Humanist oder aus humanistischer Sicht. Nee, wie sagt man? Also nicht, weil ich sie, weil die mir sonst leid tun, sondern weil es einfach, ja, die ist einfach uncool. Ach genau, hier bin ich nämlich durchgeglitscht worden. Jetzt erinnere ich mich. Genau, und hier war es nämlich wichtig. Da, in den Raum erinnert ihr euch. Ich bin ja da hinten reingegangen und habe diese Zwischentüren hier wieder zugemacht. Und das ist auch wichtig, weil sonst hätten wir uns den Weg zu dem Ding hier versperrt. Aha. So, und soweit ich mich erinnere, erstmal können wir hier den Knopf drücken. So, die Klappe, die öffnet nämlich. Genau, die hat jetzt da diese Klappe geöffnet, die wir auch schon mal gesehen hatten. Und ich meine, dass hier jetzt auch Gegner sind. Oder? Oder ist jetzt hier irgendwas nicht getriggert worden? Weil ich weiß, dass ich beim ersten Mal spielen hatte ich nämlich vergessen, diese Zwischentüren zuzumachen. Das heißt, die waren jetzt hier zu uns hingeklappt. Das heißt, ich hätte da gar nicht durchlaufen können zu dem Unterbrecher. Und dann hat mich nämlich ein Typ, der hier plötzlich war, hat mich dann nämlich durchgeprügelt und ohne dass ich das wollte und überhaupt wusste, hat der mich da quasi durchgeglitscht. Okay, da kann ich hin. Was ist hier? Hä? Was ist hier denn? Ah doch, jetzt kommt einer. Ich wollte doch sagen, ich kenne doch hier meine Jungs. Hä? Wo ist er denn? Moment, da unten müsste jetzt eigentlich einer aufgetaucht sein. Ja, er atmet. Hä, wo ist denn der? Nicht, dass ich scharf auf den bin, aber ich bin scharf auf das Zeug, was er vielleicht. Ach, da! Ach, guck mal. Der hat sich dann nämlich auch da durchgeglitscht. Oh, das ist ein Schießer und ein Schläger. Ah, gut zu wissen, was mich dann hier gleich erwartet. Dann kann ich dann nämlich entsprechend intervenieren. Vielleicht läuft er jetzt hier gerade mal hier drunter. Plopp. Sieht sie den? Wahrscheinlich gerade so nicht, ne? Wird ja ganz hektisch. Ich frage mich auch gerade, wo ich eigentlich den Raketenwerfer nochmal finde. Oder habe ich den schon und übersehen? Ach komm, scheiß drauf. Wo sind die denn? Hä? Da. Toll, der hat. Wieso hat der eigentlich Harpunenmunition dabei? Okay, gut. Hat er jetzt was für mich? Ja, der hat Uzi-Munition, das ist gut. Eigentlich hat der ja immer die Munition für die. Ah, wie heißt es noch? Für die Automatik, aber heute mal nicht. Heute hat er es nicht im Sortiment.
So, okay. Ich will noch mal eben da oben gucken. Ich weiß nämlich gerade echt nicht mehr, was da oben noch gewesen ist. Oder ob wir da jetzt nur wieder in diesen Hauptraum, in diesen großen Raum reinkommen. Und wenn ja, dann frage ich mich, warum. Aha. Wir sind jetzt wieder hier, aber warum, weiß ich auch nicht. So, wir haben drei Unterbrecher. Das ist gut, denn die brauchen wir auch. Denn ihr werdet euch mit Sicherheit erinnern, wir sind ja in dem Swimmingpool gestartet. Haben dann hier angefangen, auf dieser Seite hier rumzuschieben und die beiden Räume und alles hier abzuarbeiten. Aber es ist ja noch ein weiterer Bereich hier, beziehungsweise wir haben ja gesehen, hier ist noch Wasser. Und das ist auch nicht nur so ein kleines Planschbecken, sondern wir haben hier tatsächlich noch ein bisschen was vor uns. Und ich hätte natürlich jetzt auch vorher hier mal hingehen können und das zeigen können. Aber falls ihr das selber irgendwie nochmal spielt und nicht mehr ganz sicher seid, dann ist es ja vielleicht trotzdem auch interessant für euch zu wissen, dass ihr erstmal den Bereich, wo ich jetzt eben war, dass man den erstmal zu Ende oder durchspielt, also die drei Unterbrecher dort einsammelt. Und dann kommt man nämlich hierhin, wo es dann auch weitergeht. Und hier müsst ihr jetzt aufpassen, weil hier kommt jetzt gleich fiese Typen. Ich muss hier leider eben ein Medipack nehmen. Und vielleicht auch mal eine andere Waffe. Aber die sind schon eigentlich ganz gut, ne? Nee, ich bleib mal bei denen. Die sind schon eigentlich cool. Wichtig ist ja erstmal den Schießer hier. So. Der ist jetzt wieder sehr spendabel. Schön, der eine auch hier in diesem Eisenelement drin liegt oder Metall- oder Stahlelement oder was auch immer das ist. Ein großes Medipack, aber einer hatte nichts, ne? Oder liegt der jetzt so blöd da drin, dass man es von dem nicht nehmen kann? Naja, ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass es alles so passt. So, ich glaube, hier im Raum liegt so an sich sonst nichts mehr. Bin mir aber auch gerade nicht sicher. Und das ist ja, wie gesagt, das war ja alles die Decke hier, ne, wo wir jetzt drauf laufen. Da oben ist ja eigentlich der Boden. Und das macht es noch so verrückter, dass jetzt hier das Feuer quasi aus der Decke kam. So, da oben wollen wir hin. Da vorne ist ein Klotz, den wir schieben oder ziehen können. Und hier haben wir die Fassung, in die wir die Unterbrecher einsetzen müssen. Und hier hat es ja gerade gebrannt, aber das ist für Lara kein Problem. Ihre Fußsohlen, die sind isoliert, also wärmeisoliert. Das heißt, auf diesem heißen Rost, wo sie jetzt gerade drauf steht, das macht ihr überhaupt nichts. Da ist die Lara ja hart im Nehmen. So, dafür sind diese drei Unterbrecher, die aus unerklärlichen Gründen im halben Schiff verteilt waren. So. Ich glaube, wir müssen noch einen weiter. Die verschwinden auch einfach so hinter der Kiste. Ja, wunderbar. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, da oben wartet auch gleich wieder ein Onkel auf uns. Der hat es hinter sich. Der war auch hier oben einfach so eingesperrt. Kam da auch nicht mehr runter wahrscheinlich. Ach so, genau. Bevor wir das jetzt drücken, müssen ja irgendwie weiterkommen im Level. Und
Man sieht so ein bisschen da rechts hier, also hier gegenüber direkt diese Teile, diese großen grau-blau Dinger hier. Da können wir nicht so richtig drauf, weil die sind viel zu schräg. Ich meine, in dem einen Raum vorhin war die Schräge, war komischerweise begehbar. Aber hier ist es alles ein bisschen schwierig. Ja. Ich drücke auf jeden Fall den Hebel und vielleicht wisst ihr es auch, wird sich gleich wieder das Level ein bisschen verändern. Man hört nur was und man sieht, die haben sich gedreht. Zumindest scheint es so. Und schon können wir drauf stehen. Ist das nicht toll? Das heißt, wir können jetzt hier von einem zum anderen springen. Und das machen wir auch gerade mal. Ich glaube, hier an den Seiten lag jeweils nichts. Das war schlecht. Also schlecht umgesetzt. Ich habe jetzt gerade noch so ein paar Sachen im Kopf, wo wir überall noch hinkommen. Und ich weiß gerade nicht, ob das alles noch dieses Level ist oder ob das jetzt noch ein nächstes Level ist. Hier geht es auf jeden Fall tief runter. Ich glaube nicht, dass wir hier langhangeln können. Nee. Wir müssen uns hier tatsächlich runterstürzen. Das machen wir natürlich mit Stil. Zack. Ach Gottchen. Boah, das Level ist echt richtig lang. Das hatte ich alles gar nicht mehr auf dem Schirm hier, diese ganze Geschichte. Ich nehme mal die normalen Pistolen. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen leiser jetzt hier. Ach, guck mal, Fischi. Hin. Na toll. Ich will gar nicht so viele Harpunenmunition finden, weil für mich ich denke dann immer so, ja, wenn ich schon so viel finde, dann muss ich auch viel nutzen. Aber ich will die Harpune gar nicht nutzen, weil ich die irgendwie uncool finde. Deswegen, ja. Bin ich da jetzt nicht immer so begeistert, wenn wir Munition für die Harpune finden. So, hier kann man raus. Können wir auch gerade mal hin. Hier klappert schon wieder der Klappermann. Das war ja cool. Die hat sogar unter Wasser, hat sie jetzt mal ein bisschen geschossen. Komm her. Herr Klappermann, kommen Sie. Der macht immer coole Geräusche, wenn er hier so rumläuft, ne? So. Und er hat ein wunderschönes Medipack dabei, was selbstleuchtend ist. Was man nicht verstehen muss. Ach, guck mal, hier brauchen wir einen Schlüssel. Wunderbar. Und hier können wir so schön rausschauen. Ach, guck mal, da liegt ein Schlüssel. Was für ein Zufall, dass wir einen Schlüssel brauchen und da draußen ein Schlüssel liegt. Hier ist eine Tür. Hier eben links war das Wasser, aus dem wir rausgekommen sind. Wir haben hier eine, ja, im Moment noch nicht wirklich vielsagende Grube, so nenne ich es mal. Da hinten, hier in diesem kleinen Raum, sieht man, da ist ein Schalter drinne oder ein Hebel. Und hier ist auch ein Hebel, an dem wir aber nicht rankommen. Eigentlich müsste sie nur mal ein bisschen nach rechts rübergreifen, aber das ist zu viel verlangt. Das geht nicht.
Hier hat übrigens der Kapitän damals gestanden. Man sieht hier das Rad hier, da, wo er. Ach, guck mal, hier kann man das rausgucken. Finde ich irgendwie eine schöne Idee so. Ach nee, der Hai ist keine schöne Idee, aber generell, dass man hier so rausguckt und da mal so eine andere Perspektive gezeigt bekommt, ist schon ganz nett. So, hier haben wir eine Tür mit diesem Drehteil, mit dem Rad, mit dem Drehrad. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Das können wir immer gebrauchen. Gerade weil wir die auch wieder viel genutzt haben. So, hier geht es nur wieder da vorne hin. Ich meine mich zu erinnern, dass hier irgendwo. Nee, hier ist da nichts. Ach genau, hier. Hier ist eine Klappe, die müssen wir aber noch öffnen. Die haben wir jetzt gerade noch nicht, die ist gerade noch geschlossen. Aber ich denke, das müssen wir in der nächsten Folge machen, denn diese Folge ist schon wieder vorbei. Ich würde sagen, ich speichere mal hier vor dieser Tür. Und dann sehen wir uns genau hier vor dieser Tür beim nächsten Mal weiter bei Tomb Raider 2. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.